Sorry für das Licht, aber es wird jetzt Herbst und wir müssen uns daran gewöhnen, dass wir jetzt mit Lampen arbeiten müssen und dass es halt vom Licht her nicht mehr ganz so schön ist wie im Sommer. Aber so what, so ist es nun mal. Was tut mein Hund, wenn ich hier drehe? Hallo ihr Lieben, heute soll es wieder um die letzten drei Bücher gehen, die ich gelesen habe. Ich blende sie wie immer hier und da nochmal mit ein. Ihr wisst Bescheid, wenn ihr zu einem bestimmten Buch springen wollt, dann springt einfach hin. Ansonsten wünsche ich euch wie immer viel Spaß beim Video. Beginnen wir mit dem ersten Buch, was ich gelesen habe. Und zwar war das dieses hier. Harry Potter und der Feuerkelch, der vierte Teil der Harry Potter Reihe. Und er ist schon um einiges dicker als die vorherigen Teile. Und ich muss sagen, die Charaktere haben mir wieder gut gefallen. Die Story hat mir wieder gut gefallen. Und ja, das Setting mag ich ja sowieso. Ich finde Hogwarts als Schule richtig, richtig toll. Ja, das Einzige, was mich bei diesem Teil wirklich richtig genervt hat, war zum einen die Kapitellänge. Da hatte ein Kapitel locker mal 30, 40 Seiten. Das hat mich richtig genervt. Und ja, dann war der Schreibstil so ausschweifend. Also hier wurde sehr viel beschrieben und umschrieben und erzählt und geschildert und gemacht und getan und wirklich alles bis ins kleinste Detail benannt, was ja einerseits gut ist, aber andererseits, ne, 700 schieß mich tot Seiten. Und zum Ende hin war das Problem bei mir, ich hatte den Film noch gut im Kopf und zum Ende hin hat mich das Ganze einfach nur noch genervt und ich habe nur gedacht so, boah, wann ist es endlich vorbei? Bitte lass es jetzt endlich vorbei sein. Ich habe keinen Bock mehr auf das Buch. Ich möchte, dass es jetzt zu Ende ist und ich weiß ja, wie es ausgeht. Ich weiß, was passiert. Ich werde jetzt nicht sagen, was passiert, aber ihr wisst, was ich meine. Ich hatte den Film einfach noch zu gut im Kopf und deswegen hatte ich wahrscheinlich auch einfach keinen Bock auf dieses Buch und deswegen hat es mich auch so genervt. Also das war für mich jetzt vom Lesen her war das für mich jetzt bisher so der katastrophalste Teil der Reihe, sag ich mal. Durch die anderen Bücher bin ich ja echt richtig gut durchgekommen, aber bei dem hier, wie gesagt, das war jetzt so, puh, meine Güte, ich bin froh, dass es vorbei ist. Ja, mehr brauche ich zu Harry Potter, wie gesagt, eigentlich auch gar nicht sagen. Ansonsten, wie gesagt, Charaktere, Handlungen, Setting, soweit eigentlich ganz cool. Ja, also wie gesagt, mehr kann ich zu Harry Potter nicht sagen. Es war für mich vom Lesen jetzt her der nervigste Teil. Als nächstes kommt ja der fünfte und dickste Teil der Reihe. Ich habe so ein bisschen Angst vor dem Buch jetzt, nachdem ich das hier gelesen habe. Aber ich habe mit Annika gesagt, wir ziehen dieses Buch über den kompletten Oktober und lesen da halt jeden Tag wirklich nur so 20, 30 Seiten. Dass wir es halt wirklich schön in die Länge ziehen, dass es halt auch jeden Tag nicht so viel ist. Es sei denn, wir entscheiden uns und sagen, okay, wir lesen jetzt am Wochenende, was weiß ich mal, 100 Seiten, wenn wir Bock haben. Aber wir ziehen das jetzt halt schön über den ganzen Monat, dass es halt nicht so nervig wieder wird wie der vierte Teil. Und ja, mehr kann ich zu Harry Potter auch gar nicht sagen. Das zweite Buch, was ich euch zeigen möchte, war gleichzeitig auch das letzte Buch vom September. Und zwar war das dieses hier, The Cage Entführt von Megan Shepherd. Ich habe dieses Buch netterweise vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen und vielen Dank auch nochmal an dieser Stelle an den Verlag. Ich muss sagen, ich finde das Cover immer noch richtig cool. Ich finde diese Augen total toll und ich finde, dass das Cover auch so dunkel ist und so glänzt. Das ist... Cover liebe ich echt. So viel zum Cover. Wie gesagt, ich finde es richtig hübsch. Komme ich als nächstes mal zur Handlung. In diesem Buch geht es um Cora. Und Cora erwacht eines Tages mitten in einer Wüste in fremden Klamotten und hat keine Ahnung, was jetzt genau los ist. Sie weiß noch, sie hat eben noch im Auto neben ihrem Bruder gesessen und mit dem sich unterhalten. Und jetzt auf einmal liegt sie in der Wüste, ohne irgendwie zu wissen, wie sie dorthin kommt oder was passiert ist oder ja, überhaupt was genau los ist. Dann läuft sie so ein Stück durch diese Wüste, so einen Dünenhang hoch und ja, stellt dann fest, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Denn wenn sie nach links guckt, sieht sie eine Schneetundra. Wenn sie geradeaus guckt, sieht sie ein Meer. Wenn sie nach rechts guckt, sieht sie einen Dschungel. Und sieht halt diese ganzen vielen verschiedenen Vegetationen alle auf einem relativ engen Raum so zusammen. Und das findet sie erstmal sehr, sehr merkwürdig. Als sie dann ein Stück durch diese merkwürdige Welt geht, trifft sie auf Lucky. Und ja, Lucky ist genauso verwirrt wie sie. Er weiß auch nicht, was los ist. Er weiß auch nicht, wie die beiden dorthin gekommen sind und was jetzt genau passiert ist. Und was Cora nicht weiß, dass Lucky und sie eine gemeinsame Vergangenheit haben. Denn es verbindet sie etwas in der Vergangenheit, was Coras Leben vorher eigentlich zerstört hatte. Und ja, jetzt muss sie halt mit Lucky quasi da versuchen, gemeinsam das Rätsel zu lösen und rauszufinden, was jetzt genau los ist. Die beiden stellen dann sehr, sehr schnell fest, dass hier irgendwas nicht stimmt und dass sie wie in einer Art Käfig sind. Und als dann noch der Hüter auftaucht und ihnen erzählt, dass sie sich im Weltall befinden, auf einer Raumstation und
ja quasi jetzt Teil eines Experimentes sind. Und die Frage für unsere zwei stellt sich natürlich, wie komme ich wieder nach Hause, was haben die mit mir vor und was ist hier verdammt nochmal los? Und das ist so das Grobe, worum es in diesem Buch geht. Wie gesagt, ich finde, ich verrate nicht zu viel, wenn ich euch sage, dass es hier um eine Entführung von Außerirdischen geht und eine Gefangennahme in einem Gefängnis, denn das wird sehr, sehr schnell am Anfang der Geschichte klar und das merkt man sehr, sehr schnell und das liest man so in den ersten 50 Seiten, deswegen finde ich, verrate ich da jetzt nicht zu viel, auch wenn es jetzt nicht hinten drauf steht. Ich muss sagen, von der Handlung her hat es mir eigentlich echt gut gefallen. Ich fand es sehr, sehr erfrischend, dieser ganze Ansatz mit dieser Entführung und auch alles andere, was in diesem Buch noch vorkommt, fand ich richtig gut. Und auch die Plot-Twists am Ende haben mir richtig gut gefallen. Das gab dann nochmal so eine gewisse Spannung und nochmal so ein gewisses so, oh mein Gott, nein, warum? Gefühl. Und ja, also wie gesagt, von der Handlung her und von den Plots, die in dem Buch drin vorkamen, fand ich es wirklich richtig gut. Vom Setting her kann ich nicht viel sagen, weil wie gesagt, wir befinden uns hier in diesem Käfig, wo die Jugendlichen gefangen gehalten werden. Und da gibt es halt, wie gesagt, diese verschiedenen Vegetationen und dann gibt es auch noch den Nachbau einer Stadt. So viel kann ich euch noch verraten. Aber vom Setting her stell ich mir das eigentlich alles vor wie... kennt ihr die Truman Show, den Film? Das ist ja auch so ein riesiges Ding, was da, so ein riesiges Areal, was da abgezäunt ist und abgesperrt ist, wo dieser Truman da gefangen genommen wird. Und so stelle ich mir das in etwa vor, diesen Käfig, nur halt mit verschiedenen Vegetationen drin. Und ich fand es sehr, sehr spannend auf jeden Fall vom Setting her und ja, fand ich eigentlich ganz cool, hat mir richtig gut gefallen, diese ganze Mischung aus diesen ganzen verschiedenen Sachen. Womit ich so richtig meine Schwierigkeiten hatte, waren die Charaktere. Also jetzt nicht zwingend Cora als Protagonistin hier in diesem Buch, sondern die Nebencharaktere haben mir hier sehr, sehr Schwierigkeiten bereitet. Die Handlungsweisen konnte ich teilweise absolut nicht nachvollziehen. Ich habe mich dann immer gefragt, hä? Warum entscheiden die das so? Warum lassen die das mit sich machen? Warum akzeptieren die das alles so, was die da jetzt erzählt und gesagt kriegen? Und warum nehmen die das alles so hin? Und das konnte ich einfach nicht verstehen. Und ich habe mich dann immer gefragt, haben die denn irgendwas ins Essen gemischt? Oder also das, wie gesagt, konnte ich wirklich nicht nachvollziehen. Und auch die ganze Interaktion der Charaktere untereinander fand ich sehr, sehr merkwürdig. Weil in diesem Käfig ist jetzt halt nicht nur Cora und Lucky, sondern da sind auch noch ein paar andere Jugendliche. Und diese ganze Gruppe... Dieses ganze Verhalten untereinander, das hat für mich einfach nicht gepasst. Das fand ich, wie gesagt, ein bisschen merkwürdig. Und auch der Hüter, den seine Handlungsweisen konnte ich teilweise absolut nicht nachvollziehen und habe ich absolut nicht verstanden. Ich muss allerdings sagen, dass mir die Protagonistin in diesem Buch, Cora, wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Ich mochte sie, sie war mir sehr sympathisch. Sie hat sich nicht alles gefallen lassen, sie hat nicht alles so hingenommen, sie hat die Dinge schon hinterfragt. Ich glaube, das sollte halt auch mit Absicht so rüberkommen, dass sie halt so... die einzige ist, die halt alles in Frage stellt, weil sie halt die vordere, weil sie halt die Protagonistin in diesem Buch ist, aber dadurch kommen die Nebencharaktere einfach irgendwie ein bisschen komisch rüber, finde ich. Und das hat mich halt wirklich echt ein bisschen genervt beim Lesen. Ansonsten, ich muss niesen. So viel zu den Charakteren, mehr kann ich jetzt eigentlich auch gerade gar nicht sagen. Ich finde, das empfindet auch wieder jeder anders mit den Charakteren, weil ja, jeder hat auch immer eine andere Sichtweise auf die Dinge und auf die Handlungsweisen der einzelnen Leute und jeder ist ja vom Charakter her auch anders, deswegen empfinden das andere vielleicht nicht so störend wie ich. Was kann ich euch noch erzählen? Der Schreibstil ist für ein Jugendbuch auch wieder passend gemacht. Er ist locker leicht zu lesen, man kommt gut durch die Seiten. Man hat hier wechselnde Sichtweisen auch, also man liest jetzt nicht nur aus Coras Sicht, sondern man liest mal auch aus der Sicht von Lucky und von den anderen immer mal so ein Stück, dass man da auch mal einen guten Einblick noch bekommt, was so bei den anderen gerade passiert, wenn die jetzt nicht immer alle auf einer Stelle sind. Und ja, das fand ich eigentlich ganz cool und das hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen. Mein Fazit zu diesem Buch ist, es ist eine sehr interessante Geschichte, es ist ein sehr, sehr interessanter Ansatz, es ist ein cooler Schreibstil, es hat eine starke Protagonistin und ja, die Nebencharaktere, wie gesagt, haben mir jetzt halt persönlich nicht ganz so zugesagt, aber andere sehen das vielleicht wieder anders. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, es ist ein sehr, sehr cooles Jugendbuch und es ist einfach auch mal was anderes wie die ganzen anderen Jugendbücher, die man sonst immer so lesen kann. Und ich möchte diese Reihe auf jeden Fall fortsetzen, denn das Ende war schon sehr, sehr spannend und ich bin gespannt, was da am Ende noch passiert und was da am Ende jetzt vor allen Dingen rauskommt. Damit wären wir auch schon wieder beim letzten Buch für dieses Video und bei meinem ersten Buch vom Oktober. Und zwar war das dieses hier, Haus der Tausend Spiegel von Susanne Jerdom. Auch dieses Buch habe ich netterweise vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen Dank auch nochmal an dieser Stelle. Und in dieser Geschichte geht es um die Hexe Anik. Und Anik wird von der Hexenvereinigung quasi sozusagen an einen Job vermittelt,
an eine Familie, wo sie ein Rätsel lösen soll. Und wenn sie dieses Rätsel löst, dann wird sie an der Universität zugelassen und darf Hexerei quasi studieren. Und die Familie sucht gerade zufälligerweise ein neues Kindermädchen und ja, deswegen bewirbt sich Anik dort und wird dann halt auch eingestellt. Und ja, soll sich dann dort um den kleinen Elias kümmern und hat halt immer noch im Hinterkopf dieses Rätsel, was sie erstmal herausfinden muss, was dieses Rätsel genau ist. Und ja, da sie es dann noch lösen muss. Und Anik stellt dann aber sehr, sehr schnell fest, dass dieses Rätsel... Anik stellt dann aber sehr, sehr schnell fest, dass es nicht einfach nur ein Rätsel ist, was sie hier zu lösen hat, sondern dass es viele Rätsel sind, die alle miteinander verwoben sind und die alle zusammenhängen und dass es gar nicht so einfach ist, wie sie am Anfang dachte, da irgendwie dahinter zu kommen. Und dann gibt es dort noch den gut aussehenden Gabriel van Leeuwen, der ihr auch noch den Kopf verdreht und das macht das Ganze nochmal ein bisschen schwieriger. So viel zum Inhalt, mehr möchte ich euch gar nicht verraten. Also wie gesagt, hier geht es wirklich darum, dass Anik dieses Familienrätsel löst und am Ende herausfindet, was es mit dieser Familie De Leeuwen genau auf sich hat. Ich muss sagen, von den Charakteren her fand ich das Buch wirklich richtig gut. Ich fand Anik richtig gut. Ich fand Gabriel toll. Ich fand die ganzen Nebencharaktere toll. Und ich fand Ibs ganz, ganz toll. Und ja, also von den Charakteren kann ich wirklich sagen, waren richtig, richtig coole Charaktere. Und Anik ist ein ganz normales Mädchen in dem Sinn. Ich meine, sie ist eine Hexe und hat da halt natürlich besondere Fähigkeiten. Aber so vom Charakter her hat sie auf mich halt sehr normal gewirkt. Sie war jetzt nicht eine äußerst starke Protagonistin, auch nicht so ein kleines, zurückhaltendes, schüchternes Mädchen. Sie war halt normal. Sie war halt manchmal ein bisschen zickig und hat halt mal ihren Mund aufgemacht an manchen Stellen. Und ja, das fand ich richtig gut. Und das hat mir richtig gut gefallen und das mochte ich wirklich sehr. Und wie gesagt, auch die Nebencharaktere fand ich auch richtig toll. Gabriel war so, ach, Gabriel. Und dann gab es dann noch Daniel und den kleinen Elias natürlich. Das fand ich auch sehr, sehr tragisch, was es mit diesem Kind an sich hatte. Und ja, und auch die Familie von Anik fand ich ganz, ganz süß. Und ja, also von den Charakteren kann ich hier nur sagen, bei diesem Buch top. Ansonsten kann ich nur sagen, vom Setting her befinden wir uns hier in Amsterdam in einer Urban-Fantasy-Welt. Also es ist unsere Welt mit Fantasy-Elementen. In dem Fall sind es die Hexen. Und die Hexen leben in Amsterdam in einem bestimmten Hexenviertel. Und Anik, ja, wie gesagt, soll halt als Kindermädchen arbeiten für die reiche Familie De Leeuwen und muss dann halt von ihrem Hexenviertel in dieses normalen Stadtteil gehen. Und ich denke, es gibt es in jeder Stadt, dass es da irgendwo so ein Villenviertel gibt, wo die Reichen wohnen, wo so große Anwesen sind und Häuser stehen. Und ja, da muss Anik dann hin, um zum Arbeiten. Und ich finde, man kann sich das auch wirklich ganz, ganz gut vorstellen. Und ich hatte vom Setting her absolut keine Probleme, da mich irgendwie einzufinden. Und ja, ich konnte da wirklich ganz, ganz leicht in die Welt eintauchen. Und das hat mir richtig gut gefallen und das fand ich ganz, ganz toll. Das hat mir richtig Spaß gemacht beim Lesen und auch wie dieses Anwesen beschrieben wurde. Oh, das fand ich so gut. Ich habe es mir ein bisschen vorgestellt wie eine Mischung aus... wie heißt denn dieser Film? Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall Downton Abbey. Kennt ihr dieses Haus von Downton Abbey? Und dann dieses Haus von... Oh, ich weiß es gerade nicht mehr. Ich komme gerade nicht mehr drauf, wie dieses andere Haus heißt. Es hat so Türme. Auf jeden Fall habe ich mir das so vorgestellt, auch wie es in etwa hier vorne auf dem Cover ist. Seht ihr das? Also so hohe Türme und so ganz altertümlich und ja, einfach richtig cool. Und ja, das hat mir wirklich richtig gut gefallen vom Setting her. Ansonsten, der Schreibstil von Susanne Gerdom, der hat mir auch richtig zugesagt. Es war jetzt ein Jugendbuch-Schreibstil auf jeden Fall und es war aber was ganz, ganz Eigenes. Ich finde, Susanne Gerdom hat hier ihre ganz, ganz eigene Art, Geschichten zu erzählen und Bücher zu schreiben und das merkt man auf jeden Fall. Mir hat ihr Schreibstil unheimlich gut gefallen und das fand ich einfach nur toll. Es war einfach mal was anderes und einfach mal erfrischend. Und deswegen bin ich auch echt so gut durch das Buch gekommen, weil ich einfach Bock hatte auf die Geschichte. Ich hatte Lust, das zu lesen. Es hat mir Spaß gemacht, das zu lesen. Weil, wie gesagt, es war halt einfach mal was anderes als immer diese ganzen platten, einfachen Jugendbuch-Schreibstile, wo sich jetzt nichts Besonderes abzeichnet. Und es gibt natürlich bei diesem Buch auch was Negatives. Zum Ende hin hat mich die Geschichte sehr verwirrt. Man springt hier dann quasi in verschiedenen Welten, sage ich jetzt einfach mal, hin und her. Also Anik springt dann in verschiedenen Welten, so Parallelwelten, sage ich jetzt einfach mal, so hin und her. Und dann passiert hier was und dann passiert da was, aber die eine Welt ist ja eigentlich gar nicht real, weswegen ich nicht verstehe, warum das dann in der realen Welt auf einmal ist. Und das war einfach so ein Hin und Her am Ende mit dort und dort und dort und dort, dass ich am Ende gar nicht mal wusste,
was ist denn jetzt bitte real, was ist jetzt nicht real, was passiert jetzt aufgrund dieses Fluches, in dem es um diese Geschichte geht. Und ja, das fand ich einfach am Ende sehr verwirrend und ich kam dann damit auch einfach nicht mehr klar. Ich habe dann auch am Ende einfach nicht mehr drüber nachgedacht. Ich habe das dann einfach alles so hingenommen und akzeptiert, weil ich glaube, wenn man da echt anfängt drüber nachzudenken, zerdenkt man sich das ganze Buch und das ist echt schlecht. Auch ganz am Ende die Auflösung dann, die fand ich sehr verwirrend, weil es nicht wirklich eine Auflösung gab. Also wer dieses Buch schon gelesen hat und mir erklären kann, was am Ende die Auflösung mit Gabriel zu tun hatte, der kann mir das gerne mal erklären. Ihr könnt mir gerne mal eine E-Mail schreiben oder so, oder ihr schreibt es in die Kommentare und schreibt Achtung Spoiler oder so. Ich habe das nicht verstanden, das Ende. Also ich habe das am Ende mit Gabriel einfach nicht verstanden. Ich habe es einfach nicht verstanden, ich habe es nicht gecheckt, das ging nicht in meinen Kopf. Und ja, ich kann euch leider nicht erklären, was genau, weil sonst verrate ich euch komplett das Ende und das, nein, das möchte ich nicht, wir möchten hier nicht spoilern. Ich kann nur sagen, dass es am Ende was mit Gabriel zu tun hat und dass ich das irgendwie echt nicht auf die Reihe gekriegt habe und ich habe es echt nicht verstanden. Ich habe der Kathi schon gesagt, wenn sie dieses Buch gelesen hat, weil ich weiß, sie hat es auch, soll sie sich bitte mit mir in Verbindung setzen und mit mir darüber reden, weil ich habe bei diesem Buch echt Redebedarf und ich brauchte echt jemanden, der mit mir über dieses Buch redet und mit mir dieses Buch auch mal noch im Nachgang vielleicht ein bisschen analysiert und mir auch vielleicht 2, 3 Sachen erklärt, die ich jetzt einfach entweder nicht verstanden habe oder einfach überlesen habe, obwohl ich sagen muss, ich habe bei diesem Buch echt aufgepasst mit Lesen, dass ich halt eben nichts überlese. Weil kennt ihr das, bei manchen Jugendbüchern ist es ja so, wenn die so einen einfachen Schreibstil haben, dass man nicht anfängt quer zu lesen, aber dass man anfängt schnell zu lesen. Und ich hab dann bei manchen, fällt mir das dann immer auf, dass ich anfange die Bücher zu scannen. Ich rate dann mit den Augen so über die Wörter und nehme die schon noch auf und nehme die Sätze auch noch wahr, aber ich lese dieses Buch nicht mehr Wort für Wort, sondern ich lese quasi die ganzen Sätze, ich scanne das dann quasi so. Ihr wisst, was ich meine, bestimmt passiert dem einen oder anderen bestimmt von euch auch mal. Und bei dem Buch war das aber nicht so. Ich habe hier wirklich jeden Satz gelesen und ich habe auch aufgepasst, gerade weil ich wusste, dass dieses Hin und Her mit diesen Parallelwelten etwas komplizierter werden kann, aber anscheinend habe ich nicht genug aufgepasst oder ich bin einfach doch ein bisschen zu blond dafür. Ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen hat mir dieses Buch richtig gut gefallen. Ich fand, es war eine ganz, ganz tolle Geschichte mit tollen Charakteren, mit einem richtig coolen Setting und einem ganz, ganz tollen Schreibstil. Und es war definitiv nicht das letzte Buch, was ich von Susanne Scherdom gelesen habe. Ich habe ja auch noch Queen of Clouds von ihr hier stehen. Das möchte ich ja auch noch irgendwann mal lesen. Das waren meine letzten 3 Bücher, die ich gelesen habe. Wenn ihr eins von den Büchern kennt oder vielleicht anderer Meinung seid wie ich, dann schreibt es mir auf jeden Fall mal in die Kommentare. Es würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Ansonsten bedanke ich mich an dieser Stelle wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.